So, herzlich willkommen zurück zu einer. Der mit Rumpel zu starten ist immer ein bisschen blöd. Ist ja, da kriegst du ja Paranoia. So. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge from the. Wollte ich gerade schon sagen, mein Test Let's Play. Digga. Nee, von unserem Computerbild. Let's Play. Willkommen zum PC-Build-Simulator. Ja, nee, genau. Wir machen jetzt, ne, der Rechner ist ja soweit fertig. Der war ja auch schon fertig vor der letzten Folge, aber wir haben ja in der letzten Folge jetzt nochmal den Rechner installiert. Mit der gerade frisch erschienenen Version, klingt dämlich, mit der aktuellen Version von Ubuntu, Ubuntu 22.04 LTS. Damit der Herr, für den der Rechner bestimmt ist, auch die nächsten 5 Jahre Ruhe hat. Wir werden jetzt installieren ein paar Programme, von der ist es gar nicht mal so schlimm, dass das Fenster gerade offen ist. Dann können wir uns hier mal ganz kurz ein paar Notizen machen. Ich packe mal kurz jemand anderen Mäuse und Tastaturas Weckos, damit die kurz Ichus habus Platzus. So, wir brauchen Space. Und zwar brauchen wir mal. Ich kann es eigentlich auch auf dem mittleren Bildschirm machen. So. So, wir brauchen Space. Wir brauchen. Digga, hier sehe ich das Ganze dreimal hier. Ich sehe einmal das eigentliche Fenster, einmal meine Vorschau von OBS und die Vollbildvorschau habe ich jetzt nach links verschoben. Jetzt sehe ich das gleiche Fenster hier dreimal. Naja, egal. So, wir wollen auf jeden Fall installieren. Klassische Software. Natürlich, wenn sie nicht schon installiert ist. VLC wollen wir installieren. Wir wollen auf jeden Fall MyTest installieren. Dann G-Smart Control, damit wir die Festplattenstatus überprüfen können. Dann will ich noch AnyDesk installieren. Da muss ich, glaube ich, auf die Webseite gehen. Das gibt es halt nicht über die Repositories. Dann wäre interessant Midnight Commander auf jeden Fall. Hardtop. Wobei Hardtop müsste, glaube ich, voll installiert sein. Weiß ich gerade nicht. Na, also hier, für die, die nicht wissen, wovon ich rede. Midnight Commander ist dieses wunderschöne Tool, ne? Womit man halt so, ne? Und Hardtop ist dieses andere wunderschöne Tool, womit man halt, ne? Machen kann. Genau. Weißt du was? Ich mach mal, ich mach's am besten doch mal das Fenster hier. Das mache ich mal auf meinen TV. Kann ich nämlich die Vollbildvorschau. Damit ich wieder genau das sehe, was ihr dann auch seht. Ne? Ja, jetzt habe ich im Mauszäpfchen. was ist mal ganz so hier? Du kommst mal erstmal nach da. Holy moly. So, du kommst nach da. Genau. Jetzt muss ich wieder umstellen auf TV. Und da kommst du dann rein. So, bam, und du kommst da rein. So, ne? Da hat man dann hier einmal diesen wunderschönen Midnight Commander. Hardtop, das ist halt dieser Prozessmanager. Und halt Midnight Commander ist halt dieses schöne Ding zum Midnight Commanden. So, mache ich am besten so und du kommst dann ungefähr. Ach, du kannst eigentlich so bleiben. Passt doch gleich mit der Kamera da oben. Sehr schön. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen. Muss man was überlegen? Was nutze ich denn noch so im Alltag? Was könnte er nutzen? Also LibreOffice müsste drauf sein. Ich kann es jetzt aber mal mit draufschreiben, damit ich überprüfen kann, ob es wirklich drauf ist. Okay, ich würde mal sagen, ich führe schon einfach mal in die Maschine rein. Und machen dann alles andere on the fly. Das heißt, wir gehen jetzt mal dahin und starten den Rechner. Ja, am Anfang könnte man immer so ganz halt diesen Lüfter aufheulen. So. Und dann ist er direkt wieder Ruhe. Außer das Piepen von dem Kack. Kack halt. So, wir brauchen die Tastatur und die F1-Taste. Ist die aus? Ist aus. Jetzt ist er an. So. Schauen wir mal, wie lange der Rechner zum Starten braucht.
Gestartet wurde bei Minute 5. Ist ja jetzt der zweite Systemstart. Das heißt, ab dem zweiten Systemstart geht es ja dann relativ schnell. Der erste brauchte nur mal deswegen so lange, also das erste Mal nach der Installation, weil er da halt die ganzen Ordnerstrukturen anlegen muss im Home Directory. Und gerade bei einer Festplatte kann das halt ein bisschen dauern. Ab dem zweiten Start muss er das ja nicht mehr machen. Oh, da ist schon die Maus. Wir sind gerade bei Sekunde 30. Okay, 40. Ah, nee, das ist die Maus. Ach, sorry. Die andere Maus war meine Maus. Ups, also von meinem Hauptrechner. Dachte schon. So schnell kann der Rechner doch gar nicht sein. Der hat immerhin eine HDD. Ah, da haben wir schon mal KDE-Logo. Jetzt ist eine Minute vorbei. Und da sind wir schon. Ah, guck mal, jetzt ist es doch auf weiß. Okay, es wird also doch mit diesem Theme auch gethemed. Ja, okay. Ja, und er hat gebraucht 1 Minute und 15 Sekunden. Gott, Alter, ich wünschte, Windows wäre so schnell. Weil selbst wenn du Windows frisch installierst, ja, also wirklich clean, ohne Bloatware, ohne alles, Windows auf einer HDD, also Windows 10, muss man ja dazu sagen, Windows 10 auf einer HDD, das Hochfahren dauert so unendlich lange. Und vor allen Dingen, wenn Windows 10 dann hochgefahren ist, dann ist ja noch im Hintergrund alles aktiv. Die Festplatten sind ausgelastet, dies, das, Ananas. Und hier können wir mal in den Systemmonitor reingucken. Ah, Prozessor. Da ist nichts mehr ausgelastet. Der neue Systemmonitor sieht übrigens extrem geil aus. Das muss ich schon mal sagen. Ich meine, es war jetzt aus technischer Sicht nicht so übersichtlich. Ne, zum Beispiel sehe ich hier nicht, welcher Prozessorkern jetzt hier wirklich wie ausgelastet ist. Aber zumindest so als Anhaltspunkt sieht man es erstmal relativ gut. Genauso finde ich es auch schade, dass bei der Festplatte dieser Balken hier die Festplattenbelegung anzeigt und nicht die I/O-Auslastung. Ja. Genauso hier wie bei dem Speicher. Aber ich meine, beim Arbeitsspeicher gibt es sowieso nicht wirklich so eine Auslastung. Also zumindest ist sie vom System her schwer zu ermitteln. Wobei eigentlich auch, wäre es auch nicht so schwer. Aber wie gesagt, das ist sowieso etwas unüblicher. Aber gerade bei Festplatten kann man durchaus die I/O-Auslastung anzeigen. Und dass wir das denn hier nicht machen, ist natürlich ein bisschen schade. Aber gut, ist halt so. Ja. Naja, gut. Okay. Dann öffnen wir mal direkt das Terminal. Steuerung Alt T, ne, das geht ja, zum Glück. Hey, da hast du gar nicht die Größe gemerkt. Ja, stimmt, das ist ja Standard. Das habe ich ja bei mir nur deaktiviert. Weil ich mag sowas persönlich eigentlich nicht. Wenn ich ein Terminal öffne, soll es immer die gleiche Standardgröße haben. Und standardmäßig ist aber so eingestellt, dass sich das die Größe behält. Was wahrscheinlich für Normalbenutzer auch besser ist. Ich persönlich mag es halt einfach nicht. Ist so ein persönliches Ding halt, ne. Sollen wir mal ein bisschen größer, das hat er sich nicht gemerkt, die Schriftgröße. Schande über dein Haupt. So, jetzt wollen wir installieren. Sudo. Und jetzt, ne? Wo wir wieder dabei sind, wie einfach es ist, Programme zu installieren unter Ubuntu oder allgemein Debian. Sudo, apt, install. Und jetzt können wir einfach alle Programme mit einmal angeben. VLC, Mic. Wir können jetzt die Autovervollständigung machen. Wenn ich jetzt die Tab drücke. Gut, gibt es natürlich mehrere Sachen, die mit mein anfangen. Ja, das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen spezifizieren. Mein T. Und schon kommt mein Test. Nice. So, dann G, Smart und bupp, vervollständigt. Ne? So schnell kann man hier, was noch? LibreOffice. Achso, ich wollte mal gucken, ob es vorinstalliert ist. Büroprogramme, sieht so? Ja, okay, ist vorinstalliert. Brauchen wir sie nicht installieren. Achso, siehst du, VLC Media Player dürfte aber auch vorinstalliert sein, oder? Multimedia? Ja, VLC Media Player ist auch vorinstalliert. Ja, gut. Ja, kann trotzdem drin bleiben. So, jetzt gebe ich einmal mein Passwort ein. 2007-0831. Alter, wie so eine Melodie, Alter. Boah. So, und schon wird alles mit einmal installiert. 16 Megabyte müssen gerade mal runtergeladen werden. Warum so wenig? Aber das Einzige, was viel brauchen könnte, wäre mein Test. Aber alle anderen sind ja wirklich bloß so eine Kleckerpakete. Ja. Eben, LibreOffice wäre ja das größte Paket gewesen. Das ist aber schon drauf. Von daher. Ja. Und jetzt zieht ihr alles nacheinander runter. Und stellt euch mal vor, ihr müsst jetzt unter Windows erstmal für jedes einzelne fucking Programm auf die Homepage gehen, euch da durchklicken, die Sachen runterladen
und dann installieren. Der wirst, wenn du einen Windows-Rechner einrichtest, wirst du einfach bekloppt dabei. Also zumindest, wenn du Linux gewohnt bist. Ich meine, unter Windows gibt es auch noch, was ich sehr gerne nutze, ist diese Seite Ninite. Da kannst du so eine Pakete bauen, wo du denn sagst, na gut, jetzt merkt man schon, jetzt merkt man die HDD, ne, installieren und dann auch noch Firefox öffnen. Das ist dann halt schon schwerer. Ach stimmt, ich wollte noch gehst mal hier GKLM installieren. Cool, machen wir auch gleich noch. Damit ich mal sehen kann, wie viel stark die Festplatte ausgelastet ist, ne? Bei so diversen Vorgängen. Was gerade bei einer HDD halt schon durchaus Sinn macht. Dass wenn der Rechner langsam wird, man auch direkt sieht, warum er langsam wird. Und man da dann vielleicht gegensteuern kann. So, jetzt muss man hier ein bisschen runterschieben, damit die Kamera da. So, und zwar nie. Night. Punkt was? Mal gucken. Punkt com, glaube ich, ne? Ja, jetzt komm. Da, ich stimme zu. Genau, Punkt com. So. Und hiermit kannst du quasi dir auch so eine, ja, ich sag jetzt mal, Paketmanager basteln, wenn du willst. Ja, das heißt, du gehst hier einfach raus. Ich weiß nicht, ob es noch andere solche ähnlichen Projekte gibt. Ich kannte damals aus der Windows XP-Zeit, habe ich sowas schon gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, welche Seite ich damals dafür benutzt hatte. Ob das damals auch schon Ninite war oder ob ich damals was anderes genutzt habe. Aber jetzt unter Windows 10 nutze ich halt immer Ninite. Wieder drauf gestoßen bin ich durch einen Arbeitskollegen bei mir auf Arbeit, der halt privat Windows nutzt. Und sein Internet ist mal wieder Gold wert hier. Ja. Internet, mach dein Ding. Das finde ich, das ist auch noch so ein Vorteil an Apt. Dadurch, dass das Ganze hier mit WGET runtergeladen wird und WGET die Verbindung offen hält, hast du den Vorteil, dass wenn er einmal eine Verbindung hat, dass er dann hier auch das ganze Runterladen der Pakete relativ schnell von Zügen geht, selbst wenn wir hier mal wieder ein. Ich sag, wir können mal jetzt gucken, was wir hier für einen Ping haben. Ja, also noch Fragen? Ja, oh Mann, heute ist wieder besonders schlimm. Heute ist wieder besonders schlimm. Eieieiei, eine Sekunde Ping. Das sind, ne, für die, die es nicht wissen, das hier ist nicht Mikro, das sind Milli. Ja, Mikro wäre das Mikrozeichen. Das hier sind wirklich Millisekunden. Also, das hier ist dann ungefähr eine Sekunde. Ping. Jetzt wisst ihr auch, warum ich keine regulären Let's Plays mehr mache. Weil das ist einfach nicht mehr möglich. Nicht mit dem Internet hier. Weißt du, da denkst du normalerweise, Internet wird immer besser in Deutschland. Nee, unser Internet hier scheint immer schlimmer zu werden. Ah ja. So, auf jeden Fall hier, das ist dieses Ninet.com. Und hier kannst du jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte Chrome haben, ich möchte Firefox haben, ich möchte SIEMZIP haben, brauchst du unter Windows auch, da musst du ja alles als Drittsoftware installieren. Dann willst du noch haben, halt was du noch so brauchst, weil es den Media Player, weil Windows Media Player ist kacke. Dann willst du noch ein paar Codecs haben, damit du, wenn du mal den Windows Media Player nutzt, trotzdem modernere Sachen abspielen kannst. Was gibt's denn noch so? PuTTY installiere ich immer gerne. Dann mache ich noch das hier zum Programmieren. Ja, ist tatsächlich, man mag es nicht glauben, aber Visual Studio Code, obwohl es von Microsoft ist, ist tatsächlich extrem gut. Ja, muss man einfach mal so sagen. Ich hat auch Macken. Zum Beispiel ist bei Visual Studio Code das Problem, dass es extrem schnell groß wird. Also so eine Installation von Visual Studio Code, wenn du da, weiß nicht, Python installiert hast und C++ und so installiert hast, dann kann Visual Studio Code mal mehrere Gigabyte in Anspruch nehmen. Was jetzt für eine Entwicklungsumgebung nicht gerade Standard wäre. So, dann machen wir noch hier ein bisschen GIMP, machen wir noch XNView, ist auch immer ein schönes Programm. Früher habe ich InfraView genutzt, aber XNView hat einen besseren Betrachter. Was gibt es hier noch so? Wo ist denn LibreOffice?
Libri. Ach, ja, weiß auf weiß. Das Icon kann man dann natürlich wunderschön erkennen. Genau, LibreOffice. Das war es im Großen und Ganzen einfach schon. So, und jetzt kannst du sagen: Get your knee night. Übrigens, das Video wird jetzt gerade wie so ein Werbevideo, ne? Egal. Aber wir sind ja gerade dabei. In der Folge geht es ja darum, Programme zu installieren. Deswegen kann ich es ja mal zeigen, weil das ist halt die Art, wie ich unter Windows Programm installiere. So, da bekommst du so eine Exe. Ach, jetzt noch. Ah, genau. So. Und diese Exe, die kannst du dann quasi ausführen. Und diese installiert von sich aus alle Programme, die hier aufgelistet sind. Und hat aber den Vorteil, dass das Ganze nicht nur die Programme installiert, sondern wie gesagt, es ist ein richtiger Paketmanager. Das heißt, du kannst diese Exe auch einfach behalten. Und wenn du die Exe dann später wieder öffnest, aktualisiert sie automatisch alle Programme. Weil ich meine, es gibt Programme so wie Chrome und so, die aktualisieren sich natürlich selber, klar. Aber es gibt auch Programme wie SeamZip zum Beispiel oder GIMP. Okay, bei GIMP weiß ich das gerade gar nicht. Aber wie gesagt, SeamZip wäre zum Beispiel. Das aktualisiert sich halt nicht selber. Oder auch Putty hier. Ne? Putty oder die Codecs hier. Sowas aktualisiert sich halt nicht selber. Und das halt einen zentralen Paketmanager. Die Exe, weiß nicht. Packst du den in den Autostart oder machst ein Skript, dass das Ding jeden Monat einmal ausgeführt wird oder führst die halt selber aus, so wie ich es mache. Und dann werden die Pakete halt immer aktualisiert. Ne? Das ist auch eine Art Zentralisierung. Aber unter Windows brauchst du dafür halt auch wieder, so wie hier, Neenight, brauchst du auch dafür wieder Drittsoftware. Und das ist halt, ja. Ich meine, ich muss mir dieses Paket, was ich gerade mir geschnürt habe, muss ich mir nicht jedes Mal schnüren. Weil ich habe auf Arbeit bei mir in der Schule, da habe ich direkt so einen Stick, wo dieses Paket mit drauf ist. Da kann ich das, da habe ich einfach so eine Standard-Library an Software, die wir auf den Rechnern immer installieren. Also jetzt, egal. Und da mache ich einfach Stick ran, extra ausführen, fertig. Ja, so, wir hier, wo ist unser Terminal? Habe ich schon geschlossen? Ist es schon fertig? Ah ja, komm, wir sind schon fertig. Ah, mein Test. Cool. Das heißt, wir haben das schon mal installiert. Wir wollten aber noch GKLM installieren. Hänge ich einfach hinten dran. Warum mache ich das? Ich könnte jetzt natürlich auch einfach sudo apt-install GKLM machen. Warum ich das persönlich lieber ranhänge, hier hinten hat einen total bescheuerten Grund einfach bei mir selber. Das hat nichts damit zu tun, dass es das irgendwie sinnvoll wäre für normale Leute. Von daher einfach nicht beachten. Wir machen einfach sudo apt-install gkllm. Ja. Und dann haben wir diesen schönen, wunderschönen Systemmonitor, den wir natürlich auch erstmal noch einrichten müssen. Fällt mir gerade mal ein. Der ist ja standardmäßig so ein bisschen langweilig. Ne? Wenn man gkllm zum ersten Mal startet. Achso, für die, die sich gerade wundern, warum hier so viel installiert wird, das sind die ganzen Abhängigkeiten, ja. Bei Windows ist man es ja gewohnt, wenn man VLC Media Player installiert, dann bringt der VLC Media Player alles mit. Ist unter Linux nicht so. Unter Linux sind die Libraries generell geshared. Das heißt, wenn VLC Media Player libAV-Codec zum Beispiel braucht und ein anderes Programm wie MPV, was wir noch vergessen haben. Ups, wir haben MPV vergessen. Sudo apt-install MPV, das wichtigste Programm ever. Und wenn man jetzt zum Beispiel MPV installiert, dann braucht der nicht auch nochmal libAV-Codec mitbringen, weil das ja bereits der VLC Media Player mitgebracht hat. Und deswegen sind das halt alles separate Pakete, ja, die dann halt geshared werden zwischen den Programmen. Weswegen auch Linux in der Regel so leichtgewichtig ist, was den Festplattenplatz angeht. Weil halt unter Windows jedes Programm alles immer wieder mitbringt und damit von einer Library durchaus mehrere Kopien auf dem Rechner verteilt sein können. Ist da halt so. Deswegen ist ja auch so ein LibreOffice-Paket unter Windows, weiß nicht, 300 oder 500 Megabyte groß. Und unter Linux ist es vielleicht 50 oder 100 Megabyte. Also sind schon Welten dazwischen, was auch die Installergröße angeht, dementsprechend. So, jetzt haben wir die beiden wichtigsten Tools. Dann öffnen wir jetzt mal direkt GKLM. Na komm, mach, genau. GKLM. So. Standardmäßig sieht es halt so aus. Ja, nüsse sich da einfach links ein. Und das Ganze können wir jetzt natürlich ein bisschen schön konfigurieren. Machen wir hier. Machen wir da. Configuration.
Da machen wir Anzeige des Rechnernamens, brauchen wir eigentlich nicht. Ich persönlich habe immer beide Sachen drin, aber beim Beenden Position merken, damit er immer rechts öffnet. Ich meine, ich packe es hier eh nicht in den Autostart rein, sonst wird mich der Typ, für den der Rechner ist, umbringen, wenn der Ding jedes Mal mitstartet. Ich persönlich mag es, bei mir startet er jetzt immer direkt mit, aber ich bin halt nicht jeder. So, Fensterinhalte. Sensoren brauchen wir. Temperatur, mal gucken. Nehmen wir die CPU-Temperatur mit rein? Ich sag mal, ja. So, da haben wir CPU und die GPU. Können wir auch entsprechend benennen. CPU. Ja, hier musst du ein bisschen wissen, was in deinem Rechner drin ist. Wenn du nicht weißt, was hier was ist, dann ist das halt ein bisschen blöd. Ich mache die ganze Schritte mal ein bisschen größer hier, damit man ein bisschen besser erkennt, was ich eigentlich überhaupt mache. Anzeige ist raus. So, dann gehe ich mal wieder runter auf 720p. Das wäre dann das hier. Haben wir noch kleinere 16 zu 9 Auflösungen? Ne, alles andere ist hier 4 zu 3 oder 5 zu 4 oder 3 zu 2. Achso, ja, genau, das ist ja hier diese NTSC-Auflösung. Aber PAL haben sie nicht. Doch, hier haben sie ja PAL. PAL. Nein, das war jetzt zu hoch. Das ist das Problem, wenn die Maus hier, also wenn das Videosignal so hinterherhängt. Da bist du mit der Maus schon viel weiter, als du eigentlich sein willst. So, das sieht gut aus. Beibehalten. Weg damit. So, jetzt sehen wir hier alles ein bisschen besser. So, wie gesagt, K10 ist einfach die Generation des Prozessors. Daher weiß ich, das ist der Prozessor. Also ist das die CPU. Und Radeon, ne, ist klar, so heißt der Grafikkartentreiber. Also ist es die Grafikkarte. Also ist das die GPU. Damit man das hier drinne auch schön entsprechend lesen kann. So, GPU, bam, 44 Grad schon. Achso, ja, weil der Lüfter aufs Silent eingestellt ist. Das heißt, der Lüfter der Grafikkarte fängt erst an zu drehen, wenn die wirklich warm wird. Dementsprechend ist es klar, dass das Ding so eine hohe Temperatur hat. Außerdem haben wir im Case auch nicht so viele Lüfter. Wir haben hinten einen Exhaust-Lüfter und sonst haben wir gar keine Case-Lüfter. Wir haben keine Intakes. Ja gut. Der Lüfter vom Netzteil ist ja auch noch ein Exhaust. Aber der ist halt auch nur aktiv, wenn das Netzteil warm ist. Und das Netzteil hat halt auch nichts zu tun. Ne? So, wir sehen was schon. Ich schreibe die ganze Zeit irgendwas. Wer sich fragt, was das hier ist, das dürfte, wie heißt das? Barlow sein. Also dieser Dateisystemindexierer. Dass wenn man hier im Startmenü nach etwas sucht, hier, dass man diese Suche dann noch angezeigt bekommt. Genau dafür ist dieses Barlow, was jetzt gerade indexiert. Logisch ist ja neu eingerichtet. So, das haben wir. Uhr. Ja, gerne. CPU machen wir aber nicht alle, sondern einfach nur zusammengesetzt, aufgrund dessen, dass wir hier nur so wenig Platz haben, gerade wie 27p. Festplatten nehmen wir auch die einzelnen. Also, nee, nicht auch, sondern dann nehmen wir die einzelnen. Da macht das mehr Sinn. Internet brauchen wir eigentlich gar nicht, weil das, was Internet ist, was man denkt, was Internet ist, ist hier bei Netz mit drinne. Was das hier bringt, habe ich noch nicht so ganz herausgefunden, aber die ganzen WLAN-Karten und LAN-Karten, also das, wo das Internet normalerweise reinkommt, ist alles hier runter zu finden unter Netz. So, und da sieht man schon, PPP0 brauchen wir nicht. Das ist dieses Peer-to-Peer, was halt im Hintergrund aktiv ist, auch wenn man es nicht benutzt. Und deswegen brauchen wir es nicht, also können wir es deaktivieren. So, dann gibt es noch bei Speicher, machen wir noch den Swap ein. Und das war's dann auch schon. Können wir hier noch Mail deaktivieren, braucht keine Sau. Das ist noch so ein Urgetüm. Wenn man die E-Mails direkt über Linux macht, mache ich aber generell nicht. Betriebsfeldanzeigen brauchen wir auch nicht. Und das war's dann hier im Großen und Ganzen. Können wir höchstens noch sagen, dass das Ganze bitte als Dock sein soll. Klebezustand setzen und Fenster als Dock. Damit, wenn wir jetzt Fenster maximieren, so hier, dass es dann auch das Ding nicht überdeckt. Ne? Wenn sich wundert, warum es jetzt doch überdeckt hat, das wird erst nach dem Neustart des Programms aktiviert. So, okay. So, jetzt können wir das Ganze hier einrichten. Wir haben geteilte Ansichten für die Dinger. Wir wollen das Ding, sagen wir mal, 120 hoch, also 120 hoch haben. So, bam. Dann wollen wir immer nur ein Gitter haben. Das ist, wie man hier sieht, diese ganzen Linien, die hier zwischen sind.
damit die hier oben nicht erscheinen. Deswegen muss man die Zahl hier immer auf 1 setzen. Also auf einen konstanten Wert. Das gleiche ist hier. Hier machen wir es auch auf 1, damit die ganzen Linien daraus sind. Dann setzen wir das auf 80. Geteilte Ansicht. Geteilte Ansicht. 80. 1. Nicht 8. 80. Bist du dumm? Are you stupid? So, Netzwerk machen wir auch das gleiche. 80, geteilte Ansicht. Ja, ich bin da schon ein bisschen geübt drin. Pardon, ich nutze dieses Tool halt sehr gerne. Geteilte Ansicht. 80. So, jetzt kommt es uns schon etwas bekannt davor. Ne? Jetzt sieht schon eher so aus wie das, was ich habe. So, und wenn man das jetzt, also wie gesagt, das ist jetzt für die Leute, die das Tool auch mal nutzen wollen. Also sonst könnt ihr das jetzt einfach überspringen. Wir werden in der Folge wahrscheinlich nichts anderes mehr machen. Weil ne, Programm installiert haben wir schon und die Programme ausprobieren werden wir dann in der nächsten Folge da werden wir dann ein bisschen Mindtest spielen, gucken wie der Rechner so performt und dies, das, anders. So, egal, auf jeden Fall, um hier noch die Schrift anzupassen, weil die stimmt nämlich noch nicht, da gehen wir wieder rein in die Einstellungen, so und sagen jetzt bei den entsprechenden Sachen, die wir anpassen wollen, zum Beispiel bei der CPU, können wir hier oben auf Einrichten gehen. Und das hier ist dieser kryptische Text, dieser, wie sagt man das? Also die Formel, nachdem das hier angezeigt wird. So, und die Formel setzt sich wie folgt zusammen. Ist jetzt ein bisschen irritierend. Aber wir haben ja hier, also, was mir auch noch einfällt, die Anordnung passt noch nicht. Da ist hier beides auf 50 gesetzt und es sieht aber komisch aus, weil klar, du hast quasi einmal die Systemzeit und die Userzeit. Die Userzeit belegt 50% des gesamten Feldes. Also ist die Systemzeit die Hälfte und die Userzeit die Hälfte. So, und innerhalb der Userzeit kommt dann die Nice-Zeit. Also die Prozesse, die weniger Priorität haben. Und die hat dann auch nochmal 50%. Deswegen ist von dem dann das wieder in zwei Hälften geteilt. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass alle drei Teile gleich groß sind. Jetzt ist natürlich wieder ein bisschen Mathematik gefragt. Ne? Wir können die beide nicht direkt sagen, 33%, weil dann hätten wir genau das gleiche wie jetzt, nur noch komischer. Sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Systemzeit nur 33% belegt. Das heißt, wir machen hier die Grenze nach 33. Bumm. Jetzt hat die Systemzeit 33% und die restliche, genau, und den restlichen Platz, den teilen wir dann wieder in zwei Hälften. Und damit haben wir insgesamt drei schöne Hälften. Das ist so, muss man erstmal ein bisschen hinterkommen. Ist halt so. Hätten sie schöner machen können, haben sie leider nicht. Von daher muss man damit leben. Vielleicht gibt es auch irgendwann mal ein Update. So, jetzt hat man die Beschriftung. Wir wollen auf alle drei Zeilen Beschriftung haben. Jetzt kann man hier das Ganze natürlich bla bla bla. Jetzt Backslash N für die nächste Zeile bla bla bla. Aber dann sieht man, die Zeile ist trotzdem im gleichen Feld. Um das ins nächste Feld zu bekommen, gibt es hier so eine ganz komischen Sonderlösungen. Und zwar auch wieder mit Backslash und jetzt die Denotation. Dabei steht D1 für das unterste Feld, ne? Also in dem Fall das dritte. Und dann wird in zweier Schritten hochgezählt. Das heißt, D3 ist dann das mittlere Feld. Und in dem Fall haben wir drei Felder, also wäre dann D5 das dritte Feld. Jetzt fragt man sich, warum zweier Schritte? Naja, weil die Zwerte dazwischen auch noch belegt sind. Denn D0 ist nämlich von dem dritten Feld die untere Zeile. Also quasi nicht hochbündig, sondern nach unten bündig. Ne? Dementsprechend wäre D2 wieder in zweier Schritten bei dem zweiten Feld die unterste Zeile. Und so weiter und so fort. Ne? Das ist so die Logik dahinter. Deswegen, wir wollen quasi oben beginnen. Ganz oben ist also D5. Da machen wir die Nice-Wert rein. Ich persönlich kürze das einfach immer ab. N für Nice. Und um den Prozentwert zu bekommen, müssen wir jetzt, das war glaube ich Dollarzeichen. Und den Dollarzeichen N ist die Variable für die Nice-Zeit. Jetzt Zeile 3. Was halt, also D3, was für die zweite Kapitel schon, so, und da haben wir dann die Userzeit und die Variable für die Userzeit. So,
Und dann für das dritte Feld haben wir D1 und da haben wir die Sys-Zeit, also die Systemzeit, also letztendlich quasi die Kernelszeit, wie lange der Kernel aktiv ist. Und da haben wir halt dann, wer jetzt gedacht, als Variable S. So, jetzt haben wir die schönen Prozentwerte drin. Wer die Variablen wissen möchte, der kann hier bei Informationen gucken. Hier stehen die ganzen Sachen drin, ne? Klein s für Sys-Zeit, klein u für U-Zeit, für User-Zeit und klein n für Nice-Zeit. Ansonsten hat man hier auch noch die gesamte CPU-Zeit, CPU-Nummer, dieses Ananas. Ne? Dieses Strich L zum Beispiel könnte man zum Beispiel dann nutzen, wenn man hier verschiedene CPUs hat, damit man das ein bisschen auseinanderhalten kann und sowas alles. Ne? Aber haben wir nicht. Von daher, was ich persönlich ansonsten noch sehr gerne mache, ist, wenn ich weiß, ich habe einen Vierkerner, dann mache ich die 1 tatsächlich zu einer 4. Bumm. Denn jetzt sehe ich, wenn das Blaue bis zum ersten Strich rangeht, dann habe ich ungefähr einen Prozessorkern ausgelastet. Kann man also in dem Fall auch noch machen. Das sind super Spielereien. Bei meinem jetzigen Setup habe ich das Ganze nicht mehr, weil da habe ich 32 Kerne. Das macht da keinen Sinn. Aber ich habe es mir trotzdem so grob eingeteilt, damit ich ein bisschen Orientierung habe. Sieht man ja auch, wenn ich hier auf rechten Bildschirm gehe, ne, dass ich dann, so machen wir so, dass ich hier auch noch so dünne Linien drin habe, 4 Stück. Das stammt quasi aus dieser Ära, wo ich das halt so gemacht habe. Macht wie gesagt heute eigentlich so prozessorkernmäßig keinen Sinn mehr, weil bei 32 Kernen, aber da 32 Linien reinzumachen, würde erstens überhaupt keinen Sinn mehr machen und zweitens würdest du die auch nicht erkennen. So, da haben wir schon mal den Prozessor komplett eingerichtet. Hier ist das gleiche bei den Festplatten. Festplatten einrichten. Da haben wir nur zwei Linien. Das heißt, da geht es mit D3 los. So, und oben ist die Eingabe, also Input. Warum mit der Leerzeichen? Will ich nicht. So, und Input mache ich persönlich gerne. Ne, Quatsch. Input ist ja bei Netzwerk. Da haben wir ja die Lesegeschwindigkeit, also Read. Und die Variable heißt auch wieder so Read. Und dann haben wir D1, da haben wir die Schreibgeschwindigkeit, also Write. Und die Variable heißt auch so. Auch hier kann man wieder nachgucken. Die Variablen sind hier alle definiert. Dies, das Ananas. Da haben wir halt Leserate und Schreibrate in Byte. Ne? So, jetzt haben wir hier auch so schön bei den Festplatten diese wunderschönen Angaben. Und das Letzte, was wir noch machen müssen, nee, wir müssen noch zwei Sachen machen. Einmal bei dem Netzwerk. Da haben wir jetzt bei Einrichten das mit dem Input und Output. Das heißt, wir fangen wieder in der oberen Zeile an. Und sagen, oben ist das, was reingeht. Also Input ist Dollar Input. So. Und bei D1, also die zweite Zeile, da haben wir den Output ist Output. Na, kann ich auch mal schön zeigen hier. Da. Input, gesamte Empfangsbyte und gesamte Sendebyte. So. Und dann haben wir zum Schluss noch. Okay, das hier oben, unten bei O sieht ein bisschen komisch aus. Das dürfte aber bloß ein Anzeigefehler sein. Ja, die sieht hier insgesamt ja komisch aus. Das ist wahrscheinlich. Oder habe ich mich da falsch geschrieben? Warte mal ganz kurz. Habe ich da was Falsches reingeschrieben? Einrichten. Oh, nee, ist richtig. Interessant. Oder habe ich jetzt gerade hier falsch? Warte mal kurz. Ach, gesamte Gesendet. Ach nee, halt, ist doch falsch. Was ich brauche, ist doch. Ja. Okay, sorry, pardon. Das ist immer noch falsch. Das mit dem In und Out ist nicht bei Festplatten und nicht bei Netzwerk, sondern das ist unten bei dem Swap. Da ist eingelagert und ausgelagert. Hier ist das natürlich Senden und Empfang. Und Senden und Empfang wird im Fachjargon als Receive und Transmit bezeichnet. Und da ist die Variable technisch, wird das gerne als nicht als R bezeichnet, sondern als RX. Deswegen heißt auch die Variable andersrum. Da ist Read und ich nenne es aber RX. So, genau. Und T ist
die technische Bezeichnung TX und die Variable heißt aber einfach nur T. So, jetzt haben wir das. Jetzt sieht es auch richtig aus. So, okay, dann haben wir das. So. Und jetzt haben wir Speicher. Speicher, da. Hier arbeiten wir jetzt mit dem I und dem O. So, das heißt, obere Zeile 3 ist das, was wir, ja, wie sagt man das, quasi aus dem Speicher lesen. Das heißt also, wieder auslagern. Ja, auslagern klingt falsch, weil auslagern klingt ja nach das, was du in die Swap reinschreibst. Aber ich meine jetzt quasi das, was wir aus dem Swap auslagern, also wieder in den Arbeitsspeicher lesen, also wir lesen es ein. Also ist das I für einlesen, Input für uns aus Sicht des Arbeitsspeichers gesehen. So, Variable heißt dann auch wieder I und in der unteren Zeile steht das, was wir auslagern in den Auslagerungsspeicher und das ist aus Sicht des Arbeitsspeichers, ist das ein Ausgang, also Output und die Variable heißt auch so. So, jetzt habe ich da, was habe ich denn da gemacht? Achso, da habe ich die 1 vergessen. Die 1, natürlich. So, da sieht schon besser aus. Genau, hier kann man wieder Swap einblöcke und Swap ausblöcke. So, damit ist das schon mal fertig. Und jetzt können wir das Ganze einmal beenden. Und neu starten. GQLM. Und ab jetzt ist das Ganze auch als Doc. Jetzt hat er auch die ganzen Einstellungen übernommen, dass das Ding Doc sein soll. Das heißt, wenn wir jetzt ein Fenster öffnen und das maximieren, geht es nur bis dahin. Und schon ist das Ding fertig. Natürlich kann man jetzt auch noch mit der Breite gucken. Wenn man sagt jetzt hier, okay, ich will das Ding ein bisschen breiter haben, kann man das hier einstellen, bei allgemein. Und dann kann ich persönlich arbeite hier zum Beispiel gerne mit 2 Aktualisierungen pro Sekunde. Das ist, du hast hier unten diese kleinen Bubbel, die sich hier immer die aktuelle Zeit anzeigen. Und mit 10 ist mir das halt, wie man hier sieht, viel zu schnell. Finde ich nicht optisch einfach nicht schön. Deswegen macht er immer eine 2 hin, 2-mal pro Sekunde reicht vollkommen aus. Und hier, wie gesagt, hier unten kannst du die Breite eingeben, da können wir zum Beispiel 150 eingeben. Macht aber bei 720p keinen Sinn, dann ist einfach der halbe Bildschirm weg. Deswegen bleiben wir mal bei 720p, was wir jetzt haben. Einfach auf 100. So. Wenn wir jetzt Full HD benutzen würden, dann würde ich sogar hochgehen auf 1500. Klar. Auf 150. Ne? So. Dann ist jetzt soweit alles fertig. Und wir sehen, Balo ist immer noch am Balieren. Wir können mal ganz kurz gucken. Ist garantiert nicht drauf. Ja, das war klar. Kilobyte, Alter. Nice. So, und das sehen wir jetzt auch schon, ne? Die Spikes bei dem Netzwerkverkehr und die Festplatte macht jetzt auch mehr. Achso, siehst du, was hier auch noch Schreibvorgänge sein können? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wenn man X4 installiert, also das Dateisystem X4, wenn man damit eine Festplatte formatiert, dann hat man bei sehr großen Festplatten, zum Beispiel ich bei meinen 16 Terabyte Festplatten, da dauert das Finalisieren der Datenstruktur von X4 so lange, dass man das halt nicht machen würde, das Formatieren, auch das Schnellformatieren, würde halt einfach ewig dauern. Und deswegen wird das Ganze quasi asynchron gemacht. Das X4-Dateisystem wird quasi einfach nur erstmal so ganz grob eingerichtet und dann erst später während des Betriebs quasi vervollständigt. Und deswegen hat man bei X4-Festplatten nach dem Formatieren, sobald man sie einhängt ins System, hat man auch noch eine sehr hohe Schreiblast auf den Festplatten, obwohl man selber eigentlich nichts macht. Das ist, weil dann quasi erst das Formatieren abgeschlossen wird. Finde ich eine relativ gute Sache, dass das Formatieren selber halt relativ schnell geht. Manche mögen es vielleicht nicht.
Aber gut. Das ist dann auch wieder, man kann es niemandem recht machen. Was soll ich jetzt machen? Genau. Sudo IO top. Sehen wir hier, welche Programme wie viel schreiben? Haben wir noch gar keinen Swap? Okay. Was war da gerade? Aha. Da ist SDA. Okay, der Prozess hat mir jetzt quasi nicht. JBD. Interessant. So, jetzt mal gucken, haben wir keinen Swap? Swap on S. Doch, haben wir. Bei Hardtop sehen wir es ja auch. Genau, hier 2 GB haben wir einen Swap. Swap. Sweep, sweep. Ja. Wieso kann das denn hier nicht anzeigen? Hier, swap in, unavailable. Jetzt. Kann ich das bei mir anzeigen lassen? Warte mal ganz kurz. Also, gut. Sieht jetzt nicht, aber guck mal bei mir ganz kurz nach. Ja, bei mir sehe ich es. Da habe ich Swap in 0%. Sehr suspekt. Ey, halt beenden. Geh raus. Du Hudo-Sohn. Quit, quit, quit. So, okay. Gütchen. Dann, ja, soll es das mit der Folge erstmal gewesen sein. Wir haben erstmal alles so. Ah, siehst du, jetzt ist er fertig, was auch immer er gemacht hat. Aber jetzt ist die Festplatte ruhig. So, jetzt ist auch. Hier macht. Hier mich. Titi dürfte wahrscheinlich Barlow sein, der hier noch ab und zu Schreibvergänge macht. Ist wie gesagt, nach dem Frühstück installieren ist das völlig normal. Aber ja. Ansonsten ist ja bei Ubuntu eigentlich nicht so viel, was im Hintergrund schreibt. Ich meine, Ubuntu hat noch ein paar Hintergrunddienste, die da mitlaufen. Zwar bei weitem nicht so schlimm wie Windows. Bei Windows hast du ja andauernd Festplattenzugriff, auch wenn gar nichts gemacht wird. Bei Ubuntu ist es halt nur direkt nach Installieren von Ubuntu. Da sind halt ein paar Sachen, die müssen sich halt noch einrichten. Da ist das völlig normal. Aber wenn der Rechner jetzt einen Tag steht und du dann den Rechner hochfährst, dann ist danach nach Hochfahren auch erstmal Ruhe. Ja. Das heißt, sobald du den Desktop siehst, hast du auch die gesamte Performance des Rechners für dich. Und nicht, dass da im Hintergrund noch irgendwie irgendwas gemacht wird. Ja, so, wobei das auch nicht ganz stimmt, weil bei Ubuntu hast du auch immer noch das Problem, dass er auch nach dem Hochfahren auch erstmal nach den Updates sucht. Und das natürlich auch noch mal ein bisschen Leistung fordert, aber das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was Windows macht. Ne? So, das können wir erstmal schließen. Da soll es mit der Folge auch erstmal sein. Und in der nächsten Folge werden wir denn uns daran machen, meinen Test zu spielen. Das wird ein Spaß. Ja. Das ist aber noch Full HD, ne? Naja. Gut. Dann würde ich mal sagen, soll es das damit gewesen sein? Und bis zur nächsten Folge dann. Mit meinem Testspiel.